Ich möchte jetzt die Bansuri auf D zeigen. Das hier ist die Bansuri aus schwarzem Bambus, von außen mit Shellac behandelt, von innen mit Acryl und Shellac behandelt. Sehr, sehr gut gegen Feuchtigkeit geschützt. Und die Bansuri kommt ja aus Indien. Es ist nichts weiteres als eine Traversflöte. Die aus Indien sind in der Regel, haben die Löcher auf einer Linie. Und bei so einer großen Flöte führt es dazu, dass man die Finger richtig spreizen muss, um die Löcher zu decken. Eine mühselige Angelegenheit, und wenn man mit den Flöten nicht aufgewachsen ist, dann kriegt man sehr, sehr schnell unsägliche Schmerzen. Und um das alles zu vereinfachen, habe ich jetzt die Löcher so gebohrt, dass sie leichter zu schließen sind. Na, die Löcher sind nämlich nicht mehr auf eine Linie, sondern die oberen Löcher gehen so und nehmen diese Kurve, und die von der rechten Hand haben hier auch eine Kurve, sodass man es leichter schließen kann. Allerdings hier mit dem kleinen Finger geht es dann am besten. Wie alle Querflöten ist dann hier so ein Luftstopper drin und hier halt das Mundloch, und da wird der Ton erzeugt und die Wellen gehen hier durch, und wenn ich natürlich hier dann nacheinander öffne, habe ich dann die verschiedenen Töne. In diesem Fall ist das eine Bansuri auf D, D-Dur. Ne? Ich spiele mal vor.